Der deutsche Boxer. Der deutsche Boxer wurde Ende des 19. Jahrhunderts gezüchtet und er stammt unmittelbar vom kleinen bzw. Brabanter Bullenbeißer ab. Diese Hunde wurden zum Treiben von Vieh eingesetzt oder es gibt auch die Bezeichnung Saupacker, also je nach Einsatzgebiet veränderte sich dann auch der Name dieses Hundes. Und die Hunde wurden auch zur Jagd eingesetzt. Und zwar mussten sie das Wild packen und festhalten, bis der Jäger kam und es erschoss. Später wurde die englische Bulldogge eingekreuzt. Dadurch hat der Boxer auch immer mal eine weiße Farbe. Er sollte als Dienst- und Kriegshund eingesetzt werden und machte im Ersten Weltkrieg Karriere. Er wurde als Minenspürhund eingesetzt, als Wachhund. Er spürte verletzte Soldaten auf und rettete sie. Und er transportierte Medikamente oder auch Nahrung. Und seine Treue und Furchtlosigkeit, die wurden ihm dann auch zum Verhängnis. Er folgte mutig den Soldaten. Ja, und die Rasse wurde in dieser Zeit dadurch stark dezimiert. Das Zuchtziel, einen eleganten Familien- und Diensthund zu züchten, wurde somit erst in den 30er Jahren erreicht. Er wurde auch im Zweiten Weltkrieg eingesetzt. Der Boxer gehört zu den anerkannten Gebrauchshunderassen. Heutzutage wird er als Polizei- oder Diensthund nur noch selten eingesetzt. Gilt als freundlich, verspielt, furchtlos, intelligent, selbstbewusst, loyal und temperamentvoll. Aber sein Temperament kann auch durchaus mit ihm durchgehen, besonders bei jungen Rüden. Er liebt es, mit seinen Menschen zusammen zu sein. Dadurch ist er für eine Haltung im Zwinger vollkommen ungeeignet. Hinzu kommt sein Fell. Er hat keine Unterwolle. Dadurch ist er sowohl hitzeempfindlich als auch kälteempfindlich. Also er sollte in der Wohnung, im Haus gehalten werden. Eine Haltung in Außenbereichen, dafür eignet er sich einfach nicht. Durch sein freundliches und verspieltes Wesen ist er ein wunderbarer Familienhund. Diese Rasse kann durchaus stur und dickköpfig sein. Wenn sich ihm also ein Kommando oder der Sinn eines Kommandos nicht so wirklich erschließt, kann es sein, dass er dann auch den Gehorsam verweigert. Also blinder Gehorsam, das sollte man von der Rasse nicht unbedingt erwarten. Fremden gegenüber ist der Boxer erstmal misstrauisch. Aber er lässt sich auch von guten Absichten einer ihm noch erstmal unbekannten Person doch dann auch bald überzeugen und schließt Freundschaft. Der Boxer ist sportlich, agil und muskulös und sollte daher ausreichend bewegt werden. Zusätzlich sollte er in Form von intelligenter Beschäftigung ausgelastet werden. Er kann als Rettungs- und Wachhund sowie zum Apportieren und für Fährtenarbeit gut eingesetzt werden. Sogar das Schutzhundtraining kann ihm großen Spaß bereiten. Leider neigt der Boxer zu verschiedenen Krankheiten. Das ist zum einen die Spondylose, das ist also eine arthrotische Veränderung der Wirbelsäule. Die Wirbelsäule besteht ja aus sehr vielen einzelnen Wirbeln, also 7 Halswirbel, 13 Brustwirbel, 7 Lendenwirbel,
dann noch 3 Kreuzbeinwirbel und noch diverse, ja, je nach Rasse, viele Schwanzwirbel. Und durch die Spondylose kann es zu einer Spangenbildung von Wirbel zu Wirbel kommen. Und das ist erstmal sehr schmerzhaft. Also wenn sich jetzt diese arthrotischen Veränderungen annähern und es zur Reibung kommt, dann kann das sehr, sehr wehtun. Und dann, wenn sich diese Knochenzubildungen angenähert haben und verbunden haben, dann ist einfach die Beweglichkeit der Wirbelsäule eingeschränkt. Und es kann passieren, dass die Wirbelsäule richtig durchbaut ist. Also dann spricht man von einer Bambuswirbelsäule. Dann ist natürlich die Bewegung stark oder die Beweglichkeit stark eingeschränkt. Dann neigt der Boxer auch zu Herz- und Magenproblemen und leider auch zu Krebs. Als relativ häufige Tumorart gilt der Mastzellentumor. Mastzellen gehören zum Immunsystem und ein Mastzellentumor tritt oft im Bereich der Haut oder der Unterhaut auf. Auch die Hüftgelenksdysplasie und die Epilepsie waren lange ein Thema für den Boxer, aber durch züchterische Maßnahmen wurden sie inzwischen einigermaßen eingedämmt. Der Boxer gilt als hitzeempfindlicher als andere Rassen aufgrund seiner kurzen Schnauze. Ja, aufgrund der englischen Bulldogge gibt es auch immer wieder weiße Boxer. Dadurch, dass die englische Bulldogge eingekreuzt worden ist, kommt es auch immer wieder dazu, dass Boxer ein weißes Fell haben. Und das gilt nicht als Rassestandard, also das wird als sogenannte Fehlfarbe bezeichnet. Ebenso schwarze Boxer oder auch gescheckte. Also Rassestandard sind Gelbtöne, auch bis hin zu einem Gelbrot und mit schwarzen oder dunklen Strömungen, also Streifen. Es gibt einmal die Information, dass bei weißen Boxern Taubheit häufiger auftritt. Dann heißt es aber auch wieder, dass weiße Boxer nicht häufiger krank sind als andere. Also jahrelang hieß es auch, dass Boxer mit diesen sogenannten Fehlfarben krankheitsanfälliger wären und dadurch getötet werden sollten. Das ist also auch lange Zeit so umgesetzt worden. Außerdem galt auch viele Jahrzehnte das Kopieren von den Ohren und der Rute als besonderes Schönheitsmerkmal und gehörte auch noch zum Rassestandard. Das Kopieren der Ohren ist seit 1987 verboten und 11 Jahre später folgte auch das Kopieren der Rute. Die Rute darf heutzutage, also in Deutschland ist es verboten und auch in vielen Ländern Europas. Heutzutage darf die Rute nur noch kopiert werden aus medizinischen Gründen oder bei Jägern.